Yves stinkt, er ist so langes Haar, nerviger Typ. Ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Donuts, dem besten Filmquiz der Welt. Ich bin Jonas, euer Moderator, und ich habe für euch heute zwei wunderbare Kandidaten mitgebracht. Hi, ich bin Alper und das hier wird das Ende für den Typen von Filmstarts. Ich bin Sebastian und ich liebe den Geruch von frischen Donuts am Morgen. Wir spielen heute 16 Fragen in vier unterschiedlichen Kategorien. Und nach diesen 16 Fragen gibt es noch eine Bonusrunde, in der ihr nochmal richtig viele Punkte absahnen könnt. Und der Gewinner bekommt am Ende eine Handvoll Donuts. Sebastian, freut mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der Druck ist hoch. Eigentlich sollte ich nervös sein, denn irgendwie gefühlt verlieren wir immer gegen Gäste. Das sollte mich ruhiger stimmen, aber bin gespannt. Ich werde euch jetzt die vier Kategorien vorstellen, die ihr heute spielen werdet. Seid ihr ready? Ja, klar. Ja. Kategorie Nummer 1, Guardians of the Galaxy. Gott. Kategorie Nummer 2, Diary Hard. Diary Hard. Okay, das sind die Tagebucheinträge, das hatten wir schon mal. Genau. Ich kenne die Frage hart. Dann, das nächste heißt Masters of the Reverse. Da wird irgendwas rückwärts abgespielt oder was auch immer. Richtig. Okay. Und die letzte und meine absolute Lieblingskategorie und etwas, das es hier noch nie gegeben hat, Eve, der letzte Gentleman. What? Eve, der letzte Gentleman? Ja. Jetzt weiß ich, warum Eve so geheimnisvoll war letzte Woche. Was heißt geheimnisvoll? Er war letzte Woche sehr mysteriös. Er kam einen Tag im Anzug ins Büro. Im Anzug. und wollte nicht sagen. Und wenn ich jetzt hier lese, Eve, der letzte Gentleman, gehe ich fast davon aus, dass... Das hat nichts miteinander zu tun. Ach so, okay, gut. Wer ist Eve? Ja, ich weiß auch nicht. Eve, keine Ahnung. Ja. Ist er ein Gentleman? Ergibt sich manchmal ein bisschen. Okay. Wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Und diese Frage, der Gewinner dieser Frage, wird die erste Kategorie und die erste Punktzahl auswählen dürfen. Mhm. Okay. Das ist eine Buzzer-Frage, deshalb macht euch an die Buzzer. Wer führte Regie in Star Wars Episode 2? Ja, George Lucas. George Lucas ist natürlich... Richtig. Ich hab mit Episode 6 gerechnet, mit irgendwas Schwierigem. Gut, Alper, hast du dich schon entschieden, was wir so spielen werden? Okay, komm. Ich würde jetzt gerne dramaturgisch clever sein und Spannung aufbauen, aber ich will es unbedingt wissen. Eve, der letzte Gentleman für 100 Punkte, bitte. Oha. Eve, der letzte Gentleman für 100 Punkte ist eine Buzzer-Frage. Okay. Und ihr müsst eure Augen jetzt so in die Regie werfen, weil der hat was für euch vorbereitet. Oha. Die Frage werde nämlich nicht ich vortragen, sondern Eve. Ja. Im Anzug, nicht wahr? Im Anzug, wahrscheinlich schon, ja. Für 100 Punkte in der Kategorie Eve, der letzte Gentleman, habe ich folgende Frage. Brandon Fraser ist nicht nur durch seine Leistungen in vielen Filmen bekannt geworden, nein, auch in Serien konnte er sein Können unter Beweis stellen, zum Beispiel in Scrubs. Dort sorgte der Amerikaner für eine der emotional bewegendsten Momente der gesamten Serie. Auch wenn Brandon Fraser in nur zwei Staffeln mitspielte, lief Scrubs ein wenig länger. Für 100 Punkte will ich von euch Folgendes wissen. Wie viele Staffeln hat Scrubs? Ja gut, ich wäre aber eh von wie viele Staffeln ausgegangen. Ich weiß, dass die 8. gut war, aber die 9. war die mit den 9. 9. 9 Staffeln hat Scrubs. Und du würdest sagen... Warum bin ich aufgeregt? Ich weiß, dass es 9 sind. Ich bin trotzdem nervös. Insgesamt hat es Scrubs auf 9 Staffeln gebracht. Aber einige Leute werden sagen, und das zu Recht, die 9. Staffel zählt nicht. Mad School war nur ein trauriger Versuch, die Serie künstlich am Leben zu erhalten. Wer also gesagt hat, 8 Staffeln, die 9. zählt nicht, erhält nicht nur 100 Punkte für die richtige Antwort, sondern 100 weitere für guten Geschmack. Krieg ich die oder krieg ich die jetzt nicht? Ja? Du bekommst die, ja. Damit steht es 200 Punkte für Alper und 0 Punkte für Sebastian. Mhm. Aber es ist...
noch, es steht noch alles in den Sternen. Da kommt, nee, komm, machen wir selber. Masters of the Reverse für 100, dass ich auch mal weiß, was das ist. Masters of the Reverse für 100 ist eine ganz besondere Kategorie. Und zwar werdet ihr jetzt gleich einen sehr, sehr, sehr bekannten Soundtrack hören. Ja, aber rückwärts. Aber der ist rückwärts gespielt. Miserabel in sowas. Und ich will von euch wissen, woher stammt dieser Soundtrack? Ich kenn's. Mir sagt es gar nichts. Ach, natürlich, klar. Das ist, sorry, hat eine Sekunde gedauert, ich habe sofort erkannt, aber es ist der Mandalorianer, The Mandalorian. The Mandalorian. Ja doch, 100. Bist du dir ja sicher? Eigentlich, nee, jetzt bin ich wieder nervös. Aber eigentlich schon. 100 Punkte für Alper. Das Problem ist, ich habe es direkt erkannt, aber dann lief die Melodie normal in meinem Kopf. Mhm. Und dann war aber das rückwärts, hat dann da immer wieder so reingefunden. Dann war es schwer, das, ja. Soundtrack-Sachen sind bei mir eh furchtbar. Und wenn ihr sie jetzt so rückwärts anspielt. Okay, du bekommst 100 extra Punkte, das denn? Wenn du mir ja den korrekten Komponisten und den korrekten Titel dieses Liedes sagst. Ludwig Göransson heißt der Komponist. Und der Song heißt, ich weiß es gar nicht, The Stranger? The Stranger. Ich weiß es nicht. Ist leider falsch. The Mandalorian wäre es gewesen. Das hat oh, toll! So, da habe ich also den schwierigen Teil der Frage konnte ich beantworten. Was ist eigentlich deine Meinung zu der neuen Boba Fett-Serie, Sebastian? Ja, nee. The Book of Boring Fett, glaube ich, trifft es ganz gut. Also, nee, ich konnte mit der nichts anfangen. Das einzig Spannende an dieser Serie waren die zwei Episoden, in denen es um The Mandalorian ging. Mhm. Und Boba war in seiner eigenen Serie überhaupt nicht relevant. Das war echt traurig. Schade. Ihr habt aber auf Moviepilot, glaube ich, du und Eve habt tatsächlich auch Folgenbesprechungen dazu gemacht. Wir haben tatsächlich auch die Livestreams durchgezogen, die halt auch irgendwie gut ankamen. Vor allen Dingen, wenn wir dann halt über The Mandalorian gesprochen haben, nicht mehr über Boba. Also ja, da hat man irgendwie noch mal mehr gemerkt, dass dieses Konzept, diese Serie irgendwie nicht so ganz aufgegangen ist. Ja, also mir hat es auch am meisten Spaß gemacht, über Mandalorian zu reden in Boba. Ich hoffe nur, dass die Obi-Wan-Serie nicht das gleiche Problem haben wird. Ja. Gut, es steht 300 Punkte für Alper und 0 für Sebastian. Ich brauche mich gar nicht. Es ist wirklich jedes Mal dasselbe. Es ist, bis meine Konzentration irgendwann so nach der Hälfte so flöten geht und dann. Okay, mir ist gerade ein Lichtlein aufgegangen. Ich weiß, was du machen willst. Vielleicht muss ich strategisch einfach jetzt die hohen Punkte spielen. Diary Hard für 500. Bitte. Oh. Diary Hard. Scheiß aus Gentleman's Agreement. 500 Punkte. Ich muss mal. Was für ein Gentleman's Agreement? Ach so, ja, schon, das hatten wir gar nicht. Normalerweise lassen wir die 500 Punkte immer bis zum Schluss, aber. Achso, ja. Nee, scheiß drauf. Diary Hard ist eine Kategorie, die Marius für dieses Quiz vorbereitet hat. Das heißt, das ist das erste Quiz, wo drei Leute gleichzeitig dran gearbeitet haben. Wow. Deshalb ist die Folge jetzt auch so. Also du, Marius und Eve. Genau. Ich fühle mich sehr geehrt, dass so viel Arbeit reingesteckt wurde, nur weil ich auftauche. Genau, bei Diary Hard werde ich euch einen fiktiven Tagebucheintrag einer Figur vorlesen, die dann zum Beispiel den Film beschreibt oder die Figur beschreibt. Bei 500 Punkten will ich von euch wissen, welcher Film ist gesucht? Film, nicht Figur, Film. Film, okay. Liebes Tagebuch, auf der Arbeit lief es eigentlich wie immer super. Die nächste Auszeichnung war mir sicher. Aber dann rief mich mein Chef zu sich ins Büro und ob du es glaubst oder nicht, liebes Tagebuch, ich werde versetzt. Unfassbar, aber ich bleibe optimistisch und pflichtbewusst. Denn es gibt überall was zu tun, nicht nur hier in der Großstadt. Und die neuen Kollegen und Kolleginnen werden bestimmt genauso mit Eifer dabei sein wie ich. Ich packe jetzt erstmal noch meinen Koffer, meine Pflanze kommt natürlich auch mit. Ich muss mir noch mal eine Fahrkarte buchen und dann ab in den Zug. Ich hoffe, dass die Bahnfahrt nicht so langweilig wird. Pflanze? Meine Pflanze, weil in der Pflanze habe ich jetzt schon wieder an irgendwas gedacht. Aber die Pflanze ist eine Pflanze, nicht irgendwie, ich nenne mein Kind Nein, Pflanze. Nein, das ist eine, also literally eine Pflanze. Also, das ist ein Film, in der die Figur mit einer Pflanze im Zug hockt. Zug.
Was soll das heißen? Mhm. Da redet man sich nicht. Dieser Tagebucheintrag beschreibt nicht den ganzen Film. Okay. Mit einer Pflanze? Ich hab da wieder irgendeinen Catch eingebaut. So. Ich hab eine grobe Idee, aber ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht. Wenn die sowas wie auf der Arbeit sagen, dann ist das wahrscheinlich wie so Auftragsmörder oder so ein Scheiß. Aber ich bin wirklich, ich bin da überhaupt nicht in der Nähe. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe euch mal einen Tipp. Dieser Tagebucheintrag, der beschreibt vielleicht gerade mal die ersten 5 bis 10 Minuten in dem Film. Ja gut, er steigt mit einer Pflanze in den Zug und fährt irgendwo hin. Fuck it, ich riskiere es einfach mal. Leon der Profi? Leon der Profi. Hat zumindest eine Pflanze mit dabei. Ich weiß nicht, aber er zieht halt auch nicht aus der Großstadt raus, ne? Obwohl sie es wollen. Wie zieht er denn da aus Land? Ja, zum Schluss ist sie halt in diesem komischen, aber keine Ahnung. Aber das passiert ja alles an einem Tag. Ja, keine Ahnung. Also Tagebuchantrag passiert ja normalerweise an einem Tag. Das ist das Einzige, woran ich denken konnte, jetzt mit Pflanze und ich will irgendwo raus und mein Arbeitgeber. Das klingt aber richtig. Also es könnte sehr gut sein. Leon der Profi, Sebastian. Ist es nicht. Ist es leider nicht. Dafür muss ich ja 100 Punkte abziehen. Da ist immer irgendwie, die denken mal, die wären clever und es geht dann irgendwie in der Postapokalypse oder so ein Scheiß. Das ist, ich hab das vor allem dieser Zug macht mich nervös. Mich auch. Weil irgendwas, der Zug ist nicht wichtig. Ja, das sagst du jetzt. Aber er schreibt in sein Tagebuch, oh, ich hoffe, ich kriege ein Zugticket noch. Wollt ihr wissen, wo diese Figur arbeitet? Das ist, glaube ich, eine große das Hilfe. Das wäre wahrscheinlich, ja. Diese Figur arbeitet bei der Polizei. Boah, das ist auch kein besserer Tipp. Warte mal, aufs Land. Oh Gott, ich trau mich nicht. Hast du eine Idee, Alper? Ja, ich habe eine Idee. Oha. Willst du nicht mal das versuchen? Ich überlege gerade. Lethal Weapon? Mel Gibson lebt auf dem Land. Er hat eine Pflanze. Arbeitet bei der Polizei. Das stimmt. Ich kann mich nicht an der Szene erinnern, wo der mit der Pflanze im Zug sitzt. Aber ich kann mich an die Szene erinnern, aber der lebt doch auf dem Land. Aber der Zug war ja auch nicht relevant. Der nimmt doch in dem Film auch die Prostituierte mit, um sie dann zu Hause bei sich in dem Haus, was auf dem Land ist. Na, aber er wohnt doch in diesem komischen Wohnwagen da am Strand, oder nicht? Oder verwechsel ich das jetzt komplett? Lethal Weapon? Ja, ist natürlich falsch. Ja, ist ja gut. Ja, ansonsten, aber bei der Polizei? Polizei? Ja, Pflanze? Okay, ich gebe euch mal noch einen Tipp. Okay. Dieser Film, der gehört so lose zu einer Filmreihe. Lose. Das heißt, die Schau. Ah, oh Gott, jetzt hat's ja, natürlich. Ja, verdammt, doch, klar. Ja. Wird versetzt, obwohl er super in seinem Beruf ist, fährt mit der Pflanze, ist anfangs in dem Zug. Ja, natürlich. Stimmt, ja, klar. Jetzt macht's. Ja, ist richtig. Alper gewinnt 500 Punkte. Boah, Gott. Aber das ist auch wieder so ein Fall, ne? Ich habe den Film 3-mal gesehen und trotzdem kam ich nicht drauf. Boah, ist das frustrierend. Es ist frustrierend, also, Alper. Ja, nee, sorry, ich freue mich total über die Punkte, aber es ist frustrierend. Man kennt den Film in- und aus, wenn ich ihn komme, trotzdem nicht drauf. Es steht 700 Punkte für dich, Alper, und minus 100 Punkte für dich, Sebastian. Es ist aber noch alles drin. Ja, vor allem, wenn du die nächste Kategorie gewinnst, nämlich Guardians of the Galaxy für 500. Wow, Alper geht jetzt all in. Das ist meine Strategie. Guardians of the Galaxy für 500 ist eine Buzzer-Frage. Ich werde euch jetzt 9 Hinweise geben. Mhm. Normalerweise ist das so, dass es 9 Eigenschaften fehlen zu einer Figur oder zu einem Film und ihr müsst dann erraten, welche Figur das ist. Aber dieses Mal ist es ein bisschen spezieller. Natürlich. Klar. Im MCU geht es munter hin und her. Der unglaubliche Hulk boxt Loki, Tony Stark kümmert sich um Peter Parker und Thanos spielt mit Captain America Armdrücken. Die Marvel-Filme wirken hier wie ein Klassentreffen. Begegnungen über Begegnungen. Meine Frage ist, welche Figur ist folgenden 9 Figuren im MCU begegnet? Welche Figur? Also du nennst 9 Figuren und wir müssen auf die Figur kommen, die alle diese 9 Figuren schon mal getroffen hat. Genau. Diese Figur ist auf Iron Man getroffen. Okay, das trifft auf ziemlich viele Figuren im MCU zu. Auf Captain America. Auch das, ja. Black Widow hat sie auch schon gesehen. Mhm. Und auch
Vielleicht ist das schon ein größerer Tipp, einfach weil die Figur nicht so viel vorkommt. Vision. Vision? Ja. Mhm. Iron Man, Captain America, Black Widow, Vision. Ich probier's. 100 Minuspunkte will ich nehmen. Ich probier's mal mit War Machine. War Machine. Weil das so eine Antwort ist, die man vielleicht bei 500 Punkten so reindroppen könnte. Und der hat all diese Personen getroffen. War Machine hat Iron Man getroffen, ja. Captain America, Black Widow und Vision. Mhm. Aber es ist leider nicht die richtige Antwort. Schade. 100 Punkte Abzug. Gut, Iron Man, Captain America, Black Widow, Vision und Thor. Mhm. Außerdem auch Hawkeye. Und, jetzt ist das vielleicht einer der heißesten Tipps, diese Figur hat auch Quicksilver getroffen. Ist das Wanda? Wanda? Ist es Wanda? Scarlet Witch Maximoff, ne? Heißt die, oder? Wanda, mhm. Wanda Maximoff. Wanda hat Iron Man getroffen, Captain America, Black Widow, Vision, Thor. Ja. Hat sie? Ich weiß es nicht. Doch, bestimmt. Hawkeye hat sie auch getroffen. Quicksilver natürlich. Natürlich, aber es ist voll. Das sind die letzten zwei Leute nicht angehört. Aber sie hat natürlich auch Nick Fury und Ulysses Klaue getroffen. 500 Punkte gehen an Alper. Oh Gott, das läuft viel zu gut. Das läuft viel zu gut für mich. Das läuft viel zu gut für mich. Ganz ehrlich, das war auch richtig schwierig, diese Frage vorzubereiten, weil wirklich jeder fast jeden schon getroffen hat und dann neue Leute zu finden. Ich glaube, mit War Machine lag ich auch gar nicht falsch, oder? Bisher, also bis zu den Personen. Der hätte auch gepasst, ja. Ja, ja gut, damit habe ich ja bewiesen, dass ich mich im MCU besser auskenne. Ja, stimmt. Ja, absolut, überhaupt nicht. Ja. Jetzt werden alle Filmstarts deabonnieren und zu euch kommen. Ja. So ist es auch immer bei uns und deabonnieren auch alle Leute, wenn wir verlieren. Gerade die ganze Kategorie wird sich wahrscheinlich um Marvel-Fragen drehen. Das ist von Guardians of the Galaxy auszugehen, ja. Ich dachte, das wäre so wegen Guess, weil das ja immer diese neuen... Egal. Ja, okay, sorry. Es steht 1100 Punkte für Alper und minus 100 für Sebastian. Willst du? Na los, komm. Ich denke, das ist deine große Strategie, oder nicht? Okay, dann versuche ich mal Masters of the Reverse für 500. Okay. Masters of the Reverse für 500. Es gibt natürlich wieder einen Soundtrack, der umgedreht wurde. Sehr gutes Soundtrack. Und die Frage ist wie immer, woher stammt dieser Soundtrack? Komm ich! Die Soundtrack-Fragen sind bei mir furchtbar. Aber ich kenn's. Kommt mir auch bekannt vor. Sebastian. Mission Impossible? Mission Impossible. Die Frage jetzt richtig habe. Mission Impossible Na? Ist leider falsch. Verdammt, ja gut. Ist ja auch zu einfach gewesen. Ich hab das genau im Kopf. Ich versuch's nur gerade zuzuordnen, was es ist. Nochmal rückwärts? Ja. Mir auf der Zunge. Mir auch wirklich. Eve wird mich dafür hassen, dass ich das jetzt nicht... Was ist das denn nochmal? Jetzt gerne nochmal richtig rum. Oh, fuck. Woher ist das denn zur Hölle? Sein Alper. KB. Ja? Also, welcher? Muss ich auch noch sagen, welcher von den beiden? Ja, ist das jetzt, meinst du mit Kill Bill 1 oder meinst du 2? Die gehören zusammen. Hallo? Die gehören zusammen. Also Kill Bill ist Kill Bill. Was man uns hier im deutschen Kino angetan hat, war frevelhaft. Erst als es gerade, also normal lief, habe ich dann irgendwie die Connection zu Tarantino gekriegt. Aber es müsste Kill Bill sein eigentlich. Kill Bill. Oh Gott, hoffentlich liege ich nicht falsch. Ja, doch. Ich kann da schon mal sagen. Also muss ich jetzt wirklich den Teil sagen? Kill Bill reicht. Okay. Ist es denn richtig? Was ich dir sagen kann, es ist auf jeden Fall ein
Tarantino-Film. Ist es nicht Kill Bill? Es ist Kill Bill! Oh, okay. 500 Punkte für welcher, Alper. Welcher ist es nun? Es ist Kill Bill Volume 1. Oh Gott, Kassel, ich hätte auch Volume 1, hättest du mich wirklich drauf festgenagelt, hätte ich 1 gesagt. Alper, du kriegst noch 100 extra Punkte, wenn du mir den Komponisten von diesem Stück sagst und den Titel. Ich sag's dir. Ja. Marius und ich wussten ungefähr, wie der heißt, aber ich glaube, es wird sehr schwierig, den zusammenzubekommen. Ich sag The Bride und es ist von... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee. Keine extra Punkte. Tomoyasu Hotei, Battle Without Honor or Humanity. Gut, die 100 Punkte hätte ich niemals bekommen. Ja. Hast du einen Lieblings-Tarantino-Film? Hast du einen Favoriten? Mittlerweile wird es bei mir immer mehr und mehr Once Upon a Time in Hollywood. Vor irgendwie so immer wenn ich, je häufiger ich den gucke, desto mehr entdecke ich irgendwie. Mhm. Vorher wäre es Pulp Fiction gewesen, ich glaube so die klassischste Antwort, aber mittlerweile mehr und mehr Once Upon a Time. Ich mag Once Upon a Time in Hollywood auch sehr. Wir haben da damals einen sehr langen Podcast auch mit Schröck drüber gedreht, in dem er und ich darüber geschwärmt haben. Schade, dass du nicht dabei warst, vielleicht kann man das ja nochmal machen. Ja. Es steht inzwischen 1600 Punkte für Alper und minus 200 für Sebastian. Vielleicht geht Alpers Strategie ja wirklich auf. Aber. Nee, komm, das ist doch jetzt kacke nochmal, die letzten 500. Na, los, komm. Spannung. Du sollst so ein doch spielen hier. Du willst doch auch mal gegen einen Gast gewinnen. Oder das stimmt. Aber wir machen Eve, der letzte Gentleman, für 300. Oha. Eve, der letzte Gentleman, für 300. Für 300 Punkte möchte ich Folgendes von euch wissen. Für viele Leute gilt Die Mumie als toller Abenteuerfilm für die ganze Familie. Der perfekte Streifen für einen gemütlichen Sonntagnachmittag. Dabei schießt sich Brendan Fraser munter durch Gegnerhorden. Nun meine Frage, wie viele Gegner erschießt Brendan Fraser in Die Mumie? Was soll das? Buzzerfrage oder Aufschreibfrage? Das ist eine Aufschreibfrage. Ach so. Wie viele Menschen erschießt... Wie viele Gegner? Gegner. Weil er erschießt ja auch Untote. Ja. Ich habe Die Mumie zuletzt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesehen. Ja, da weißt du das denn noch. Ich hab den ersten jetzt tatsächlich vor, weiß nicht, 2 Monaten mit meiner Mama zusammen gesehen, aber alle anderen sind auch schon ein bisschen länger her. An einem Sonntagnachmittag zufällig? Weiß ich nicht. Nee, es war kein Sonntagnachmittag. Ich glaube, es war entweder ein Samstagnachmittag oder ein Freitagnachmittag. Also ich könnte da jetzt auch wirklich, ich könnte gerade ein Kind rufen und mir sagen, schreib mal irgendeine Zahl auf und das wäre dann wahrscheinlich besser als meine, das, was ich jetzt tippe. Wahrscheinlich, ja. Gut. Eine Million. Ja. Genau. Ich habe wirklich okay, wie gar viele keine Gegner? Ahnung. Das sind drei Mumienfilme, ne? Achso, nee, nur im allerersten. Ach, nur im allerersten? Nur, ach, nur allerersten Mumienfilme. Okay, oh Gott. Ich habe was. Ich hätte auch einfach wirklich irgendeine Zeit. So, ja, ich genau, habe jetzt auch nur irgendeine Zeit. Könnt ihr einmal eure Antwort verdeckt zur Kamera? So, ja. Genau, ihr könnt schon mal aufdecken. Alper hat 77, Periode 7. Und Sebastian hat 50. Relativ close beieinander. Hier ist die Antwort. Brendan Frasers Love Interest, Hannah, kommt auf 14 Kills. Imhotep schafft gerade mal nur einen mehr. Doch Frasers Count ist um einiges höher. Er kommt auf sage und schreibe 75 erledigte Gegner. Krass. Aber Alpers Antwort kann man leider nicht werten, weil das eine Kommazahl ist. Ja, die genau. Ja, sorry, das hat nichts mit Können oder Wissen zu tun. Das ist so, ich habe eine Schnapszahl. Wie immer genommen. Alper, ja. Es steht 1900 für dich und minus 200 für Sebastian. Na Mensch, ich muss ja wenigstens noch mal in den positiven Bereich kommen hier. wird es das erste Quiz werden, wo du gegen einen Gast gewinnst? Das wäre schön. Auf der anderen Seite würde es mir für Sebastian auch sehr leid tun, weil ich ihn auch sehr mag. Aber da muss ich halt wiederkommen und beim nächsten Mal den nächsten Donuts gewinnen. Aber du magst halt auch Donuts. Ne? Ja, eben. Das ist wahr. Wir nehmen Diary Hard für 100, bitte. Diary Hard für 100 ist natürlich wieder eine Buzzerfrage. Der Film ist gesucht. Liebes Tagebuch, heute ist wieder richtig schönes Wetter. So wie gestern, vorgestern und sonst auch eigentlich immer. Leider hat mein Tag nicht so schön gestartet. Erst haben mir ein paar Jungs mein Auto abgenommen und dann wollen sie mich auch noch unbedingt mit in ihre Kommune schleppen. Nervig. Naja, da gibt es vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Action in meinem Leben. Apropos Action. Irgendein Alarm ist auch direkt am ersten Tag losgegangen. Alle sind durcheinander gewuselt und ich wurde direkt mit auf eine Spritztour genommen. Der Fahrer war ein bisschen crazy,
aber er ist im Großen und Ganzen dann doch ein echt netter Typ. Wir sind dann den ganzen Tag geradeaus gefahren und ich durfte zwischendurch sogar in einem richtig großen Laster fahren. Das hat Spaß gemacht. Irgendwann hat dann meine neue Beifahrerin gemerkt, dass sie doch lieber wieder... Mad Max Fury Road? Mad Max Fury Road. Ah. Schönes Wetter? Ja. Ja, klar. Oh Gott. Ja, sehr gut. Autos abgenommen, verschleppt. Mad Max Fury Road ist natürlich richtig. Das meinte ich damit. Die finden sich nämlich clever und dann machen die sowas mit Postapokalypse. Wollt ihr den Rest noch hören? Ja, klar. Ja, unbedingt. Das hat Spaß gemacht. Irgendwann hat dann meine neue Beifahrerin gemerkt, dass sie doch lieber wieder nach Hause will. Dann haben wir eben umgedreht und sind wieder zurück. Ja. Mhm. Okay, neue Beifahrerin, ja klar. Ja, okay. Ja. Gut. Ja. Sebastian, jetzt musst du die ganzen 100 Punkte nehmen, dann kannst du Alpers Strategie crashen. Naja, ich muss mal gucken. Ich glaube, jetzt müsste ich fast jede Antwort richtig haben. Achso, jetzt darf ich ja aussuchen. Mhm, ne? Auch na komm, dann nehmen wir Guardians of the Galaxy für 200. Es ist auch eine Kategorie mit neuen Eigenschaften. Deshalb werde ich euch jetzt 9 Eigenschaften vorlesen. Ich will von euch wissen, welcher Film ist gesucht. Und zuerst werden die Eigenschaften natürlich ziemlich schwer zu erraten sein und dann immer einfacher. Boah, ich schwitze so ein bisschen. Ich habe kalte Hände. Also, ihr könnt euch da so gegen... Ich wollte gerade sagen, kann dich ein bisschen kühlen, Alter. Der Film ist 125 Minuten lang. Hat eine IMDb-Bewertung von 6,9. MCU? Fragezeichen? Guardians of the Galaxy. Also ja. Also wahrscheinlich. Der Film spielte 623 Millionen US-Dollar ein. Eine Figur im Film heißt Senator Stern. Also ein Senator Stern. Der Film ist mit Robert Downey Jr. Das sind zu viele Filme. Und etwas kommt in diesem Film vor, worum es heute hier geht. Ein Donut kommt im Film vor. Sebastian? Iron Man 2. Iron Man 2. Da kommt ein Donut drin vor. Ja, da chillt Iron Man irgendwie total besoffen doch oben in diesem Donut. Und dann kommt Nick Fury. Und dann gibt es dieses Gespräch, wo ihm das erste Mal vorgestellt wird, dass Scarlett Johansson die Black Widow ist. Der Film ist mit Robert Downey Jr., das stimmt auf jeden Fall. Das ist aber ist es Iron Man 2 oder nicht vielleicht Iron Man 3? Nein, nein. Es ist Iron Man 2. 200 Punkte gehen an dich. Ich war tatsächlich gedanklich bei Captain Marvel. Ich weiß nicht warum, aber ich war's. Die letzten drei Hinweise wären übrigens gewesen, er ist mit mit Scarlett Johansson. Johansson. Elon Musk hat einen Gastauftritt. Und der Film ist mit Mickey Rourke. Damit steht es 1900 für Alper und 100 für Sebastian und er holt langsam auf. Scheiß drauf, ich gehe all in. Ich nehme Eve, der letzte Gentleman für 500. Ich hoffe, dass Eve mir jetzt was Gutes liefert. Brandon Fraser wurde 1968 geboren und begann bereits im Alter von 12 Jahren in London Theatre zu spielen. Später studierte er Schauspiel. Man kann also sagen, dass sich sein ganzes Leben um die Schauspielerei drehte und ihn schließlich 1991 auch zu Film und Fernsehen führte. Wie gut kennt ihr euch in der Filmografie von Brandon Fraser aus? Oh, beweist euer Können und zählt nacheinander Filme und Serien auf, in denen er mitspielt. Man. What the fuck? Oh Gott! Es sind 500 Punkte. Du Scheiße. Oh Gott. Ach du. Wer fängt an? Du fängst an. Okay. Ach du Scheiße. Die Mumie 1. Die Mumie 1 ist natürlich richtig. Oh Gott. Scrubs. Scrubs ist richtig. Die Mumie 2. Die Mumie 2 ist natürlich richtig. Es wäre jetzt klug, die Mumie 3 zu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob er in die Mumie 3 mitgespielt hat, weil so gut kenne ich mich in der Mumie-Reihe nicht aus. Und es gibt ja so Filme. Und ich weiß doch nicht. Ja, es gibt auch so Filmreihen, wo dann plötzlich jemand Neues ist. Ja, absolut. Ja. Aber ich meine, hieß der nicht Eve, der letzte Gentleman, der Film? Wo der im Bunker ist und so? Hieß der nicht Eve, der letzte Gentleman? Der hieß so ähnlich, ne? Und könnte es zumindest anhand der Kategorie... Ja, aber hieß er Eve? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall bla bla bla, der letzte Gentleman.
Ich brauche jetzt eine Antwort. Du brauchst jetzt eine Antwort. Ja, dann sage ich natürlich die Mumie 3. Die Mumie 3? Aber ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich habe jetzt hier kein Licht, aber stimmt. Okay. Also der heißt eigentlich nicht 3, aber ich lasse es sehen, der heißt das Grabmal des Drachenkaisers. Dann nehme ich jetzt Alpers Antwort von Finn und sage Eve und der letzte Gentleman, weil das ist dieser Bunkerfilm und ich glaube aber Eve wird hier halt geschrieben E-V-E, weil ich glaube es war Alicia Silverstone, die auf Brendan Fraser trifft, der irgendwie seit was 30 Jahren im Bunker gelebt hat oder so. Ja, weil die Angst vor dem Atomangriff hatten. Genau, die sind, ja. Da gibt es den besten Anmachspruch der Welt. Da sagt nämlich, habe ich hier irgendwo meine, Scheiße, verkackt. Was war das? Geil. Eve und der letzte Gentleman ist natürlich richtig. Bist gerade noch so dran vorbeigeschlittert. Aber hast du noch was? Brendan Fraser? Ja, Brendan Fraser, so großartig, da war noch so eine ganze Kategorie gewidmet, das finde ich schon geil. Das war auch nur, das war die Idee, guck, wir machen irgendwas mit Eve. Okay, haben wir irgendwas? Ah, Eve und der letzte Gentleman. Ja, okay, sehr gut. Dann machen wir irgendwas mit Brendan Fraser. Ja. Sag noch mehr, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. 3, 2, 1. Sorry, wo spielt denn der noch mit? Ich habe wirklich keine Ahnung. Es gibt ja eine Serie, wo der mitgespielt hat. Wahrscheinlich ist diese Liste unglaublich lang. Diese Liste ist unglaublich lang. Boah, ich bin sowas von raus. Ich habe keine Ahnung. Fällt dir noch was ein? Es gibt ich glaube, einen Film habe ich tatsächlich noch. Also einen Film wüsste ich jetzt noch, wo ich mir so halbwegs sicher bin, dass er mitgespielt hat. Ich habe den letztens in einem Film gesehen. Ich habe noch gedacht, auch cool, mal Brendan Fraser wiederzusehen. Ich hätte gerne eine Antwort von dir. Ich bin fest. 5, 4, 3, 2. Scorpion King. 1. Scorpion King. Ähnlich. Ähnlich, 100% ähnlich. Scorpion King, da wäre er drin, wenn er sich plötzlich in Dwayne Johnson verwandelt. Ich weiß, dass The Rock mit diesem Scorpion King dann ist das leider falsch. Und die 500 Punkte gehen an Sebastian. Was setzt denn noch so an großen, bekannten Sachen? Also ich hätte noch diesen George, der aus dem Dschungel kam. Richtig. Natürlich. Dann hätte es bei mir aber auch aufgehört. Also dann... Genau, es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel Teuflisch, bzw. Bedazzled. Stimmt, mit Liz Hurley, ne? Ja, ja. Dann auch, da ist aber gar nicht so aufgefallen, G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra. Monkey Bone. Auch nicht. Kenn ich nicht. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Den hätte ich gewusst, den habe ich gesehen, fuck. Ja. Der ist sauwitzig, Trash. Aber gibt es noch irgendwas Großes, wo der mitgemacht hat? Ja, in L.A. Crash hat er auch mitgespielt. Oh, da haben aber so viele mitgemacht. Stimmt, da wäre ich auch. Und es kommen jetzt noch zwei Filme dieses Jahr raus, wo er mitgespielt hat. Bad Girl und Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Ja, nice. Tatsächlich. Und jetzt auch aktuell, letztes Jahr ist No Sudden Move mit ihm gestartet. Das war gerade so sein aktuellster Film. Und dann hat er noch so 60, 70 andere Filme gemacht. Ja, der hat echt sehr viel gemacht. Da muss ich jetzt nicht alle vorlesen, weil... Krass. Ja. Mumie 4, das wäre falsch gewesen, ne? Mumie gibt's, 4 gibt's gar nicht. Ja, okay. Das war dann der tolle Tom Cruise-Film. Ja. Stimmt. Ziemlicher Murks. Ja. Es steht 600 Punkte für Sebastian und 1900 für Alper. Und zwischen euch stehen nur noch 1300 Punkte. Sebastian? Gut, dann bleibe ich mal bei meinem guten Freund Eve. Und dann nehmen wir die letzte Kategorie und ich hoffe, dass sie mir auch wieder so viel Glück bringt. Es ist übrigens eine Schätzfrage, deshalb könnt ihr euch beruhigen. Okay. Ich merke schon dieses so, ich muss schneller Wasser nass. Die hat mich richtig auf dem kalten Fuß erwischt gerade, die 500er Frage. Das fand ich, also Respekt. Also sehr gut. Für 200 Punkte habe ich folgende Frage für euch. Wir reisen in die Zeit zurück, in die dritte Dynastie des alten Ägypten. Viele Legenden spinnen sich um Imhotep, den großen Baumeister und Priester des Pharaos. Vor tausenden von Jahren wurde er als Heilgott verehrt, doch in Die Mumie von 1999 wird er als Schurke dargestellt. Der Film beginnt mit einem Prolog aus dem alten Ägypten und springt danach viele Jahre in die gegenwärtige Handlung. 200 Punkte gibt es für folgende Frage. Wie viele Jahre liegen zwischen dem Prolog und der Haupthandlung von Die Mumie? Oh fuck. Okay. Ich will von euch Jahre wissen. Ja. Eine Zahl und Jahre hinten dran. Wie viele Jahre? Vom Intro bis zur Gegenwart des Films, ja? Vom alten Ägypten bis zu der gegenwärtigen Handlung. Boah. Jetzt
Jetzt hätte man in Geschichte aufpassen müssen, wann so in etwa das alte Ägypten gewesen ist. Vor allem, es gab ja auch noch ganz viele Dynastien, dann immer dazwischen drin, das neue Ägypten. Okay, auch Alpa hat schon also aufgeschrieben, ne, das ist ja furchtbar. Ich mach jetzt mal. Eine Million. Eine Trilliarde. Sollen wir aufdecken? Oder? Gerne einmal verdeckt und dann einmal umdrehen. Alpe hat 4444 J. Was ist J? Jahre, okay. Und Sebastian hat 3521 Jahre. Ist das einfach grob geschätzt oder? Nein, ich wusste es natürlich. Okay, gut. Dann werdet ihr jetzt rausfinden, ob das stimmt. Und das ist die Antwort. In der Haupthandlung von Die Mumie kämpft sich Brendan Fraser im Jahr 1923 durch Ägypten. Der Prolog spielt aber weit vor der Geburt von Jesus, genau genommen 1290 Jahre. Das ergibt 3212 Jahre zwischen Haupthandlung und Prolog. Nicht schlecht. Damit? Ich habe nur um 1000 Jahre daneben gelegen. Ja, 1000 Jahre hier oder da. 1200. Das macht jetzt nicht so den Unterschied. Siehst du, ich sag's euch, da kommt diese scheiß Aufholjagd. Irgendwie, was ist mit meinem Kopf los? Aber wo wir schon bei Die Mumie sind, hast du so einen bestimmten, coolen Guilty-Pleasure-Film, den du uns empfehlen kannst? Die Mumie ist doch kein Guilty-Pleasure, das ist nur Pleasure. Pleasure. Ja. Ich sagen, also die erste Mumie, du meinst jetzt so Monster-Horrorfilm technisch oder wie? Ach, generell. Ich bleib mal bei Crawl. Ja, tatsächlich. Crawl. Den Krokodilfilm. Den Krokodilfilm, der da in diesem Keller spielt mit der Schwimmerin. Ja. Ich bin da nur drauf gekommen, weil Quentin Tarantino mal in irgendeinem Interview behauptet hat, das wäre so sein Film des Jahres. Verrückt. Dann habe ich den Film geguckt und ich fand den tatsächlich echt spannend. Ich fand den gut so, auch wenn die Krokos natürlich sehr CGI-lastig waren, aber der war schon unterhaltsam. Damit steht es 1900 Punkte für Alper. Und 800 Punkte für Sebastian. Na Mensch, immerhin blamiere ich mich nicht vollkommen. Ja, dann würde ich mal sagen, bleibe ich erstmal meiner Kategorie treu und gehe zu den Guardians of the Galaxy für 300. Guardians of Muss the ja ein bisschen aufholen jetzt. Ja. Das ist eine Schätzfrage. Oh nein, ja, schon wieder. Die Schätzfragen sind aber irgendwie auch echt gemein. Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Vielleicht ist es die letzte Schätzfrage für heute. Wahrscheinlich, ja. Spider-Man ist erfolgreicher denn je. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft konnte mit Spider-Man No Way Home, Spider-Man A New Universe oder den Videospielen einen Erfolg nach dem anderen verbuchen. Steve Ditko und Stan Lee, die Schöpfer von Spider-Man, hätten sich das wahrscheinlich nie erträumen können. Die beiden legten mit dem ersten Auftritt von Peter Parker in Amazing Fantasies Nummer 15 den Grundstein dafür. Ich will von euch wissen, in welchem Jahr hatte Spider-Man seinen allerersten Comic-Auftritt? Derjenige von euch, der näher dran ist, bekommt 300 Punkte. Ha, Spider-Man ist eigentlich auch schon ziemlich alt, eigentlich, ne? Oder? Das kann ja gar nicht sein, Peter Parker ist doch erst so 16, 17. Also 2012. Übrigens wurde eines dieser Amazing Fantasies 2012 verkauft bei einer Auktion für 3,6 Millionen US-Dollar. Für 3 Euro. 3 Rupien. Okay. Ich habe meine Antwort. Das sieht schon sehr interessant aus. Ja, das ist gut. Die ersten zwei Zahlen sind schon mal richtig. Vielleicht. 18. Genau. Okay, okay, dann einmal bitte die Antwort verdeckt für die Kamera. Und bitte umdrehen. Oh. Alper hat 1960 und Sebastian hat 1948. Einer von euch beiden ist sehr nah dran. 2 Jahre. Alper, 1962 kam der erste. Ich wusste 60er, das wusste ich tatsächlich. Gott. Dachte, der wäre echt schon frischer, der gute Spidey. Na gut. Damit steht es 2200 Punkte für Alper und 800 für Sebastian. Was ist Nerven. Ich kann mir auch gerade vorstellen, so ein bisschen wie Eve so den Bildschirm anschreibt. Absolut, absolut. Absolut. Ich werde nicht den Tag vom Abend loben. Das wäre unklug. Das habe ich in Asterix erobert oben gelernt. Das sagt nämlich Cäsar.
Und jetzt ist er tot. Und jetzt ist er tot. Wusste gar nichts. Gut, Diary Hard für 200, bitte. Dieses Mal will ich von euch die Figur wissen. Liebes Tagebuch, es wird ein wundervoller Tag. Ich bin mit einem Lächeln auf den Lippen aufgestanden. Heute steht ein wichtiges Business-Meeting an. Da kommen ein paar ganz große Player vorbei. Vorher muss ich aber noch kurz zur Bank, ein wenig Geld abheben. Hoffentlich vergesse ich meinen Stift nach dem Meeting nicht wieder. Herrje, dieses Chaos immer. Später bin ich nach noch zum... Ist das The Dark Knight? Ich brauche die Figur. Achso, Joker. Sorry. Joker. Ja. Ist deine Antwort. Stift, Bank, Lächeln im Gesicht. Hätte ich jetzt auch getippt. Joker ist... Leider für dich, Sebastian, richtig. Ja, aber das ist wieder euer Humor, dieses um die Ecke denken. Oh, ich hoffe, ich vergesse meinen Stift nicht. Da finde ich sehr, sehr, also ich will mich gar nicht darüber lustig machen, das ist großartig. Ja, dieses Mal auch ein bisschen einfacher vielleicht. Ja, das war eine 200er Frage. Ja. Ja. Genau, der Rest wäre noch gewesen. Später bin ich noch zum Billardspielen verabredet, aber von wegen Freizeit, das ist natürlich auch mit dem Business verbunden. Wenn ich so meinen Terminkalender anschaue, dann stehen echt tolle Events an. Rooftop-Party zum Beispiel, aber wieder Business, 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 Business. Aber mit einem Lächeln sieht die Welt doch schon viel schöner aus. Warum müssen immer alle so ernst sein? Ja. Ja, so, jetzt muss ich aber los, damit ich meinen Bus noch erwische. Ja, also, ja. Im Bus, das ist egal, der wäre schon längst der Buzzer. Ja. Alper, es steht 2400 für dich und 800 für Sebastian. Und was gibt's als nächstes? Diary Hard für 300. Ich finde die Kategorie so kreativ und witzig, ich will die jetzt direkt nochmal spielen. Moin, liebes Tagebuch. Bin die Ausbildung zu meinem neuen Job angetreten. Erstmal passende Frisur und passende Kleidung organisiert. Die neuen Kollegen sind ganz nett, aber ein paar Weirdos sind schon dabei. Der Lehrer ist leider total aggro und total pedantisch, was seine Regeln angeht. Wie der rumschreit, irgendwann platzt ihm mir der Kopf. Letztens hat ein Kollege einfach einen Donut am Start gehabt, obwohl es natürlich nicht erlaubt ist. Wer wurde bestraft? Natürlich wir alle statt nur er. Jetzt sind alle wütend, dem Lehrer können wir keins auswischen, dem Donut-Kollegen werden wir allerdings klar machen, dass es ein Fehler war. Morgen ist wieder... Oh, ich schieße jetzt ganz weit ins Blaue. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Weil er hat Lehrer, doch, Kollegen. Na, weil er hat doch diesen Donut da in seinem Ding und er muss doch den Donut dann essen, während alle anderen Liegestütze machen müssen. Und da hast du diesen pedantischen Ausbilder, der ja wirklich. Ja. Habt ihr wirklich den Gag gebracht mit Private Paul und mir platzt der Kopf, weil er sich in den Kopf schießt? Ist das euer fucking Ernst? Nee, das war eigentlich nicht beabsichtigt. Ach so, das war gar nicht Absicht? Nee, das war das. Oder was beabsichtigt? Oh. Okay, oh, wow. Heike. Okay. Platz der Kopf. Achso, es ist natürlich richtig. Ja, von Metal Jacket. Jetzt sind alle wütend. Dem Lehrer können wir keins auswischen. Dem Donut-Kollegen werden wir allerdings klar machen, dass es ein Fehler war. Morgen ist wieder Joggen angesagt und Bastelstunde ist auch noch. Bevor es gleich heißt Licht aus, checke ich noch kurz mein Handtuch. Bis morgen dann, liebes Tagebuch. Peace out. Handtuch wegen der Seife. Wegen der Seife, ja. Und Peace out, ja. Ja. Und Bastelstunde wegen den Waffen zusammenbauen. Sie müssen ja Waffen, so. Ja. Er wird doch dann irgendwann richtig gut darin, weil er sich doch so reinsteigert. So, es steht 2400 Punkte für Alper und 1100 für Sebastian. 1300 Punkte Abstand. Und was gibt's als nächstes? Da komme ich nicht mehr ran, ne? Aber ja, doch, wahrscheinlich durch die Bonusrunde. Also unterschätze ich nicht. Ach so, okay. Na gut, ja, also wie gesagt, bevor ich drücke mich vor den Musiksachen, deswegen gehen wir erstmal zu den Guardians of the Galaxy für 100. Das ist eine Buzzer-Frage. Und ich werde euch gleich drei Zitate aus einem Film vorsagen. Und ihr müsst mir beantworten, welcher Film ist gesucht. Die Zitate sind natürlich von sehr schwer bis sehr einfach zu erraten. Zitat Nummer 1. Ich habe Freude an den einfachen Dingen. Zum Beispiel daran, wie weh die das hier tut. Wollt ihr noch ein Zitat haben? Das sind nur 100 Punkte, ne? Aber ja. Gut, zweites Zitat. An den Tod der Deinen erinnere ich mich nicht und ich zweifle, dass ich mich an deinen Tod erinnern werde.
hin? Hm. Okay, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen einfach ist. Ja, den Tod der Deine. Ich hab so Ideen im Kopf, aber ich denke mir so, ich traue mich noch nicht zu buzzern, weil 100 Punkte weniger, 100 Punkte, die wieder irgendwo aufgeholt werden müssen. Ich habe Freude an den einfachen Dingen, zum Beispiel daran, wie weh das hier tut. Und an den Tod der Deine erinnere ich mich nicht und ich zweifle, dass ich mich an deinen Tod erinnern werde. Film ist gesucht, ne? Film. Mhm. Letztes Zitat, und damit sollte es offensichtlich sein. Ich werde sterben, umgeben von den Oberidioten der Galaxis. Jetzt wird's peinlich, ne? Das ist wirklich peinlich. Von den Oberidioten der Galaxis. Okay, also die Oberidioten der Galaxis können ja nur, kann ja nur eine Truppe sein. Ja. Jetzt ist nur die Frage, welcher der das erste Zitat klingt so ein bisschen wie Foltern irgendwie. Ich sage Guardians of the Galaxy Volume 2. Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja. Zumindest weiß ich das. Keine Ahnung, das kann auch tun. Ist leider falsch. Ah. Guardians of the Galaxy 1. Guardians of the Galaxy 1. Ist das nicht vielleicht ein Zitat eher aus Avengers Infinity? Ja, jetzt hast du schon gesagt, ja, Infinity, natürlich ist es das. Das hat nicht geklappt. Das heißt, 100 Punkte Abzug für Sebastian. Verdammt. Die dachten sich auch, wir nennen die Kategorie Guardians of the Galaxy und die 100-Punkte-Frage ist dann natürlich Guardians of the Galaxy. Richtig. Ja, ich kenne die zu gut. Ich wollte gerade sagen, du kennst sie zu gut. Ja. Genau, das erste Zitat ist von Rocket, das zweite ist von Ronan und das letzte ist von Gamora. Wir müssen übrigens, wo wir hier die ganze Zeit auch irgendwie so viel über Eve sprechen, wir müssen die beiden noch mal gegeneinander antreten lassen. Dann hostet das einer von uns und wir machen hier Eve gegen Sebastian. Hättet ihr Bock? Movie absolut. Ja, das wäre geil. Das Derby. Absolut. Und dann ist das Derby. Der Verlierer verliert seinen Job. Na gut, das Problem ist, dann müsst ihr aber fairerweise alle Musiksachen rausnehmen, weil sonst kann ich gleich schon zum Arbeitsamt gehen. Okay. Ja, aber du hast jetzt ein Problem, weil... Ja, ich weiß. Jetzt. Es steht 2500 für Alter und 1000 für Sebastian. So ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, also... Gut, nehmen wir doch Masters of the Reverse für 200 erstmal. Natürlich wie immer die Frage, woher stammt diese Song? Oh! Wer war zuerst? Du bist einfach. Du, glaube ich. Ist das Batman? Batman. Von Tim Burton? Von Tim Burton. 1989. Nein. 92. 90. Nein, der erste ist 89. Ja. Der zweite ist 91, 92. Irgendwie so, ja. Hatten wir ja letzte Folge. Batman ist richtig. Oh, tatsächlich! Ja, also der Batman super. Returns ist für mich eher so der erste war so ein bisschen. Ja. Gerade wenn man ihn jetzt nochmal guckt, finde ich, ist der. Ja, ich weiß, was du meinst. Der zweite ist wirklich super. Danny Elfman. Ja. Heißt der Komponist. Gibt's Danny Elfman heißt der Komponist. Ja. Du musst auch noch und den wie Titel heißt der sein, Titel, ne? Dieses Stücks? Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Also das gibt's wirklich bei jeder Frage auch. Ja, klar. Komponisten. 100 Punkte extra. Batman-Theme. Richtig! diesmal ne, safe von dem nicht. Es ist aber auch. Nee, ich sag's nicht laut. Alles gut. Es steht 2800 für Alper und 1000 für Sebastian. Es bleibt nur noch eine Kategorie übrig: Masters of the Reverse für 300. Erkannt, dass es nicht das ist, was ich denke. Aber ist das Requiem for a Dream?
Requiem for a Dream. Aber ich glaube, es ist es nicht. Ich habe am Ende kam noch mal so ein Schwung, dann habe ich festgestellt, das ist doch was anderes. Ein Schwung. Ich habe es nicht so ganz gehört. Ja, so noch mal so eine andere Melodie. Aber ist es dein Aufschwung oder ist es dein Abschwung? Es ist mein Abschwung. Es ist dein Abschwung. 100 Punkte Abzug. Ist leider falsch. Mach mal weiter so. Aber jetzt noch 10 Mal. Aber. Das ist. Ich hab schon wieder. Alper? Matrix? Matrix? Hm. Ist es Matrix von 1999? Jetzt hat es vielleicht getippt. Was anderes? Ein Wenn man so schon anfängt, dann. Das hoffe ich auch. Matrix ist richtig. Ja. Alper. Komponist und Titel? Wenn du das weißt, dann kriegst du nochmal 1000 extra. Ich hab keine Ahnung. Ich sage, dass das die Wachowskis selbst komponiert haben, weil ich weiß, dass die, ich glaube, die machen Musik, ich weiß es nicht, könnte ich mir gut vorstellen. Und der Theme heißt Beyond the Matrix. Universe. Stuff. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ist aber von Rob Dugan und der Titel heißt Clubbed to Death. Ah ja. Keine Ahnung. Macht okay. Natürlich Sinn, ja. Hätte ich nicht gewusst. Damit steht es 3000 Punkte für Alper und 1000 Punkte für Sebastian. Sehr gut, sehr gut. Und wir kommen zur Bonusrunde. Die Bonusrunde ist dieses Mal etwas ganz Besonderes. Die ist immer etwas ganz Besonderes. Wieso diesmal? Denn wir spielen etwas. Wir spielen etwas. Aha. Oha. Und zwar spielen wir. Warum steht Marius da so auf und wird so. Das ist ganz hibbelig. Hat mich noch was aufgezeichnet. Zwar habe ich für euch hier zwei Zettel und ich habe für euch auch zwei Stifte. Oha. Und diese Zettel und die Stifte braucht ihr für 3 Runden Stadtlandfilm. Okay. Wir spielen Stadtlandfilm in 5 Kategorien in 3 Runden. Ihr habt jeweils 90 Sekunden Zeit. Die erste Kategorie ist deutscher Film, irgendein deutscher Film. Die zweite Kategorie ist ein Regisseur oder eine Regisseurin, Vorname oder Nachname ist egal. Die dritte Kategorie ist ein Film mit einem Raumschiff. Die vierte Kategorie ist Drama. Und die letzte ist ein Tier. Ihr habt sie doch nicht mal alle, dass man so nach dem Stress von dem Quiz jetzt auch noch Stadtland Film spielen muss. Also wie funktioniert das jetzt? Kurze wir kriegen einen Buchstaben und daran müssen wir dann. Okay. Genau. Das mit den Punkten ist diese Runde sehr speziell. Oha. Und zwar. Damit ich noch gewinnen kann. Wir werden jetzt 3 Runden hintereinander spielen. In der ersten Runde werdet ihr für eine richtige Antwort 100 Punkte bekommen. Mhm. Und wenn ihr in einer Kategorie die einzige Antwort und die einzige richtige Antwort, bekommt ihr 200. Mhm. In der zweiten Runde ist es dann 200 und 400 Punkte und in der letzten dann 400 und 800. Also das heißt, in der letzten Runde kann sich alles auf den Kopf stellen. Genau. Wenn bei dir jetzt kompletter Brain Freeze ist, dann... Ja, das ist mein Problem. Ja. Ich habe aber auch schon 3 Buchstaben ausgesucht. Ja, wahrscheinlich X, Y und Z. Seid ihr bereit? Ja. Der erste Buchstabe ist ein L. Die Zeit läuft. Ihr könnt gerne da draußen mitspielen. Sehr spannend. Eine Minute noch Zeit. Film mit Raumschiff? Wieso fällt mir da nichts ein? Explizit Film, ne? Ja. Hast du schon alles? Ja. Du kannst auch Stopp sagen. Ach so, Stopp. Ja, okay. Okay. Mist. Ja, was habt ihr denn bei der ersten Kategorie? Lola rennt. Lola ich rennt. Auch. Ist ein deutscher Film. Lola. Beide 100 Punkte. Beide 100 Punkte. Gut, was habt ihr bei der nächsten? Lars von Trier. Lilly Wachowski. Lilly Wachowski ist auch
Beides richtig, beide 100 Punkte. Wir müssen aber nicht hier jetzt mitzählen, ne? Du, nö, das machst also du ihr könnt das gerne mitzählen, einfach, ach, wenn ihr wollt. Du nicht. Okay. Ich zähle meins auf jeden Fall nicht. Traust du ihm nicht, oder wie? Nein, natürlich traue ich ihm. Okay. Film mit Raumschiff. Ein Film mit einem Raumschiff. Da habe ich das von mir komplett gehangen. Ich bin jetzt gespannt, ob er das durchgehen lässt. Ich habe Last Jedi geschrieben. Ja, klar. The Last Jedi. Ach so, The Last Jedi. Also bei Artikeln haben wir es auch direkt gesagt, Artikel zählen nicht. Das heißt, es ist nicht T, sondern L. Ja, aber heißt der Film nicht Star Wars? Das ist eine gute Frage. The Last Jedi. Ich würde es mal gelten lassen. Weil du es spannender machen willst. So klar. Zumindest haben auch manchmal Leute geschrieben, irgendjemand hat geschrieben, dass das hier alles geskriptet ist. Ja, ich weiß. Das würde ich mal gerne so durchskriptieren. Ja. Vor allem, das ist alles auswendig lernen dann hier, oder? Was hast du denn bei Drama? Weil wir es vorhin gerade hatten, habe ich L.A. Crash genommen. Oh, nicht schlecht. Ja, das ist aber jetzt mal eine ganz ernste Frage von mir. Drama ist so ein weitläufiger Begriff. Absolut. Es ist so schwer, das auch einzuordnen. Ja. Ich habe wieder Lola Rent. Lola Rent ist ein Drama? Lola Rent wäre für mich jetzt aber mehr eigentlich Actionfilm. Ist okay, stimme ich zu. Dramaturgie hat eine dramatische Geschichte in seinem Kern. Okay, ich frage mal in die Regie. Wikipedia sagt, Lola Rent ist ein deutscher Action-Thriller. Okay, keine Punkte für Alter. Tier. Genau, für Tier ist, glaube ich, am einfachsten. Ich habe den Löwen genommen. Ich habe Lux. Okay, Löwe und Lux, das gibt jeweils 100 Punkte. Damit steht es 3.300 für Alper. Und 1.700 für Sebastian. Aus 2.000 Punkten Abstand wurden 1.600. Ja. Gut, dann habe ich für euch den nächsten Buchstaben. Ich hasse mein Schicksal. Ich hasse mein Schicksal. Das ist so, ich bin dazu verdonnert, immer 1.000, 2.000 zu viel. Und dann gegen Ende wird es noch mal Der nächste Buchstabe für euch ist K. Eine Minute vorbei. Achso, nee, es ist noch eine Minute, sorry. Sekunden. Auf. Fuck. Zehn. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Und Stifte weg, bitte. Ich habe eins nicht, leider. Ich habe zwei nicht. Oh. Ja, scheiße. Das ist gut bei deutscher Film. Kein Ohrhase. Ah, sehr gut. Knocking on Heaven's Door. Ja, das ist aber ein englischer Titel, das kann ich leider nicht sehen. ihr bekommt auch so, jetzt bekommt ihr 200 Punkte. Ach dafür, ja, stimmt. Ich bin beim Regisseur nicht so sicher. Oh, jetzt kommt wieder was. Nee, es ist eigentlich, also müssen wir einfach nachgucken. Regie bitte schon mal IMDb. Ja, ja, weil ich glaube, wir haben das tatsächlich schon mal nachgeguckt und ich glaube, es ist nämlich korrekt, dass Klaus Kinski mal Regie geführt hat. Hat er. Ja. In seinem letzten Einzigen. Okay. Einmal. Einmal ist oft genug. Ja, das stimmt. Dann habe ich Travis Knight. Ja. Travis Knight. Ja. Ist natürlich richtig. Mir fehlt Film mit Raumschiff. Mir auch. Mir ist nichts mir eingefallen. Auch. Ich habe auch. Ich hatte total irgendwie. Nee. Schreibt mal in den Kommentaren. Ja. Film mit K. Ja, ja. Dann schreibt irgendjemand irgendwas so total klar. Ja, 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 natürlich. Ja, natürlich. Oh, natürlich. Warum? Wie konntet ihr an diesen Film nicht denken? Ja. Gut. Was habt ihr denn bei Drama? Da habe ich nichts. Killing of a Sacred Deer. Killing of a Sacred Deer. Killing of a Sacred Deer.
Ja gut, aber es hat ja bei mir mit Last Jedi auch gezählt. Also, ich habe eben noch gesagt, Artikel, ja, wenn das ja kein Drama ist, also ja, für mich ist das ein Action-Thriller. Ja. Ja, damit kriegt Alper 400 Punkte und Sebastian leider keinen Nein. Punkt. Ach, schön. ein bisschen aufatmen. Okay. Okay, ein Tier? Ich habe den Keiler genommen. Das ist so ein Schwein, oder? Ja. Ja. Das ist so ein Schwein. Aber auch so ein, das ist nur ein männliches Schwein? Ja. Ja. Ich habe Koala. Koala-Bär. Das haben wir mit CH. Ja. Mit CH. Das ist der damit nicht das so wahnsinnig zu machen. Das ist der Cola-Bär. Ja. Damit hat Sebastian 600 Punkte gemacht und hat jetzt 2300 Punkte. Und Alper hat 1000 Punkte gemacht und 4300 Punkte. 2000 Punkte Abstand. Jetzt die letzte Kategorie so, muss es rausreißen. Mit, ist möglich. Ja. Alper, du brauchst jetzt quasi. Du hast jetzt wenig Punkte, aber dein kannst du es noch schaffen, Sebastian. Kein Brainfart. Das kommt jetzt nicht so ein beschissener Buchstabe. Ja, genau, Y, ein Regisseur mit Y. Die letzte Runde gibt für jede richtige Antwort 400. Und wenn ihr alleine seid, 800 Punkte. Oh Gott. Jetzt das große Finale. Und der letzte Buchstabe ist folgender. Und zwar H, wie Hans. Deutsche Filme immer so furchtbar schlecht. Ihr habt noch eine Minute. Deutscher Film. Dreißig Sekunden. Ja. Haben wir gleich für jede was, falls jemand was nicht hat, einen Film und sowas. Gestern haben wir es auch relativ schnell bekommen. 15. 10. 5. 3. 2. Und Fuck. Stifte weg, bitte. Ja gut, ich glaube, da hat Alper gewonnen. Ich habe zu viele leider echt nicht gewusst. Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Ja, nee, ich finde, also bei deutscher Film bin ich schon mal raus. Ich habe da was. Es gibt einen Dokumentarfilm, der definitiv so heißt. Also, bin mir nicht sicher, ob der ganz genau so heißt. Hitler. Hitler? Heißt der nicht Hitler? So? Hitler, der Aufstieg des Bösen? Nee, das ist ein britischer Film. Ach so. Mit Robert Carlyle als Hitler. Ah, stimmt. Ja, dann nicht. Dann ist okay. Gut, aber ich habe da leider auch keinen. Sonst hätte ich okay. Schon mal 800 Punkte gehabt. Ja. Ja, bei Regisseur hatte ich ja auch einen Brain Freeze. Ich nicht. Werner Herzog. Ah, fuck. Ja, na klar. Ja. Werner Herzog sind 800 Punkte Dank. Für dich, Alper. Sehr gut. Ja. Dann... Film mit Raumschiff bin ich gespannt, ob es zählt. Ich war mir noch nicht mal sicher, ob das eine Serie wird oder ein Film. Aber es... Nee, das wird eine Serie. Halo. Das wird eine Serie. Aber auch, gibt's dann? Es gibt Filme, ja, es gibt aber da brauche ich halt den richtigen Titel, nicht nur Halo. Hast du da was? Ich gebe den dümmsten Titel, der mir zum Schluss noch eingefallen ist. Hellraiser 4. Weil er spielt nämlich zum Teil im Weltall. Und da gibt es ein Raumschiff. Weil das Lustige an Hellraiser 4 ist, der spielt so weit in der Zukunft und da bringen sie Pinhead tatsächlich um. Aber weil es halt im Jahr 3400 hast du nicht gesehen ist, ist es vollkommen egal. So, weil alle Sequels, die danach kommen, spielen halt trotzdem noch in der normalen Realität. Es kann sein, ich habe nur den ersten gesehen. Ich habe nur Hellraiser gesehen. Sonst hab ich habe irgendwann mal, glaube ich, bis Teil 6 geguckt oder so. Und ich ja, so, dann ja. Sind das doch 800 Punkte. Ja, aber wie gesagt, ich hab halt bin auf kein Drama gekommen. Nee. Hamlet. Ja. Oh, okay. Das ist natürlich ein Drama schlechthin. Das ist kein Drama. Das ist ein großes Film. Das ist ein Partyfilm. Ja. 800 Punkte nochmal für dich, Alper. Oh, dankeschön. Tier? Hase.
Huhn. Alper hat in der letzten Runde noch richtig glänzen können, hat 2000 extra Punkte bekommen. Er hat 6300 Punkte, Sebastian hat 3500 Punkte. Damit gewinnt Alper eine Handvoll Donuts. Dankeschön. Aber Sebastian, ich fand's... Oh, die sehen extrem köstlich aus. Die sehen sehr gut aus, ja. Es hat tierisch Spaß gemacht mit dir. Ich fand auch. Ich bin zwar ein bisschen traurig, ja. Aber gut, es ist das erste Mal. Ich hoffe, ich komme nochmal wieder. Auf jeden Fall. Und dann hole ich mir das zurück. Ja. Ein Team-Battle. Wir laden Yves und Sebastian ein. Und sie müssen gegeneinander antreten. Einmal, ja, genau. Finde ich super. Finde ich auch cool. Ja. Auf jeden Fall, ja, gutes Spiel. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, danke, dass du da warst. Und schaut jetzt noch weitere Videos an. Zum Beispiel die letzte Folge von Worldwide Wohnzimmer von Erkennst du den Song? Oder schaut beim lieben Sebastian mal auf dem Kanal vorbei. Da haben wir euch auch ein wundervolles Video verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei CSB. Tschüss. Ciao.